Morgen Sonntag bringt FS2 den sechsten und letzten Teil von Simsalabim Bam Bum oder der Barometermacher auf der Zauberinsel. Wir zeigen Ihnen jetzt das Originalfernsehspiel nach Ferdinand Raimunds Zauberposse mit Gesang und Tanz ohne Publikumsspiel. Christian Bösch ist der Wiener Barometermacher Bartholomäus Quecksilber, den es nach einem Schiffbruch auf eine Zauberinsel verschlägt. Das Drehbuch schrieb Ernst Wolfram Marbo, der auch Regie führte. Seid alle gegrüßt mir, ihr freundlichen Leute, hier bei uns oder draußen, groß oder klein, wo immer ihr fest beschlossen habt, heute bei unserem Spektakel dabei zu sein. Ein großes Theater ist doch unsere Welt, die Bühne, die ist das Leben. Als Gaukler sind wir, seid auch ihr bestellt. Das Schicksal hat Rollen zu vergeben. Die Hauptrolle spielst du? Nein, nur Statist. Sei froh, deinem Gott musst du danken, dass in dir ungebrochen die Sehnsucht ist nach Verwandlung. Ganz ohne Schranken. Geschminkt? Ins Kostüm? Jetzt oder nie? Nur eine Rolle von vielen ist's, die ihr durchleben könnt. Und sie, wir sind ja das, was wir spielen. Glaub an Verzauberung. Und der Zauber der Welt wird wirksam werden geschwind. Das Märchen, nur dem das Leben erhält, der ans Märchen glaubt, wie das Kind. Denn das Kind noch zu sehen, noch zu hören vermag, Fantasie als Problem unbekannt. Drum sind Kinder für uns am heutigen Tag als Hauptdarsteller genannt. Sie dürfen uns ihren Willen aufzwingen, ihren Winken folgen wir willig, sofort, denn... Die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.
Vergiss nicht, erhabene Fee, dass heute wieder 100 Jahre verflossen sind und dass du dich entschließen musst, die Zaubergaben wieder einem Sterblichen zu verleihen. Verdienen denn die Menschen heutzutage, dass eine Fee ihrer auch gedenkt? Es gibt mitunter noch recht artige Menschen, denen ich gar nicht feind bin. Du scheinst mir von jeher mehr Vorliebe für sie zu haben, als der Feenwelt anzugehören. Ich bedauere dich, denn ich kenne diese Menschen. Müsste ich nicht den Spruch des Schicksals erfüllen? Ich würde die Zaubergaben auf ewig in ihrer Vergessenheit ruhen lassen. Wem willst du sie denn zuwenden? Du musst dich dazu entschließen. Ein verhasster Zwang. Wer verdient denn noch, glücklich zu werden? Beglücke ich einen Armen, so missbraucht er im frechen Übermut meine Gaben. Wandte ich sie einem Reichen zu? Ei. So waren sie für ihn nur eine neue Quelle, den Armen zu höhnen. Wem soll ich sie also verleihen? Überlasse es dem Zufall. Lasse sie jenen finden, der in diesem Augenblick sich am nächsten bei den Ruinen im Palmentale, in welchem diese Zaubergaben sonst im Sand aufbewahrt sind, befindet. Lidi, du hast recht. Nach Zufall will ich meine Gaben spenden. Ich will sehen, wer im Augenblick bei den Ruinen weilt. Wenn ich meine Feenkraft nicht trübe, so ist das ein lebenslustiger Mensch, der dem Scherze huldigt. Solche Menschen sind in der Regel nicht die schlimmsten. Was braucht man Barometer? Auf dieser Welt noch mehr. Jeder macht sich's Wetter, so wie es ihm heut daher. Auch schön zeigt's bei den Reichen, bei Stutz und Sechs. Auf Wind, auf Regen steht das Zeichen, wo arme Schlucker sind. Auf Regen steht das Zeichen, wo arme Schlucke sind. Bei Schönen in der Riege zeigt's auch veränderlich, auf Sturm zeigt's bei dem Fliegen, doch Schnee bedeut's gemacht. O Schicksal, es ist schade, dass mich verfolgst mit Gewalt. Wenn nur der Gönner Gnade nicht auf den Frierpunkt heut, wenn nur der Gönner Gnade nicht auf den Frierpunkt heut. Das ist eine prächtige Profession. Das Barometer machen. Man könnte verhungern. Alle Tag.
muss ich, unglückseliger Mensch, aufs Meer hinausfahren, um die wilden Völker dieses Erdbodens durch meine Kunst in Erstaunen zu versetzen. Und jetzt wirft mich das Schicksal auf diese Zauberinsel, wo ich noch nichts gesehen habe als ein paar Kanarienvögel, oder was das war. Ja, was ist denn das? Na, hat man sowas schon gesehen? Ein Elefant mit drei Füßen. Es ist unglaublich. Na, ich wär narrisch. Da liegt eine große Katz und schlaft. Meine letzte Amour, die ich verlassen habe, oder wie man in der hohen Dichtersprache sagt, der ich den Stecken geben hab. Na. Die hat man noch zum Abschied hat man die prophezeit. Oh, sagte sie. Vater, sagte sie. Die wird auch noch einmal zurückgezahlt werden. Hm? Vater. Mein erstes Unglück war mein neuer Gravierer. Lasst mir der nicht unglückseligerweise auf den Barometern überall den ersten Buchstaben weg. So zum Beispiel statt kaltes Wetter, lasst er das K weg, steht oben altes Wetter. Statt warmer Wind, armer Wind. Na, ich sich's nicht, verkauf's. Die Leute glauben, ich bin ein Narr. Lassen nichts mehr bei mir machen. Kein Verdienst. Wie ich eine Zeit lang im Wirtshaus nicht gezahlt habe und habe vom Kellner was begehrt, so ist der Barometer seiner Dienstfertigkeit auf Hinausschmeißen gestiegen. Und wenn ich mich nicht ganz geschwind aus dem Staub gemacht hätte, war es auf Schläg gefallen. Also was blieb über, als das letzte bisschen zu verkaufen und in die weite Welt zu fahren. Da stehe ich allein und verlassen. Ein Fruchtbaum in der Wüste. Doch voll all dem rauschenden Geleite, wer harrt liebend bei mir aus? Dieser edle Magen, der einzige Schmarotzer, der mir die Ungelegenheit macht, mir treu zu bleiben. Eben gibt er wieder eine Bittschrift ein, um was zu essen. Schicksal, wenn du eine Ehe im Leib hast, so lass mich nicht verhungern.